Richtig geile Action und dann jetzt hier in Las Vegas angekommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir waren hier schon häufig in der Stadt, haben schon viele Videos gedreht. Einfach mal die Playlist checken und auch die Superhomies, da war ich ja mit dem Gronkh auch öfter hier. Richtig geile Zeiten gehabt und jetzt sind wir wieder in der Stadt der Sünde. Ja, und wir wollen euch heute mitnehmen und euch ein bisschen zeigen, was hier so abgeht bei 45 Grad. Wahrscheinlich nicht so lange draußen im Outdoor-Feeling, weil das ist wirklich hier so ein bisschen, wie als würde man einen riesen Föhn aufgebaut haben, der einem gegen die Fresse pfeift. Ich bin auf jeden Fall begeistert trotzdem, weil diese Stadt hat einiges zu bieten. Und ihr kommt natürlich mit. Pink money, money, I can barely move, barely ask about me, I'm gonna bust a move, yeah, yeah. Die Straßen sind am Kochen, hier ist es so heiß, ich glaube wir haben 50, 60 Grad gerade in der Sonne, ohne zu übertreiben. Der Benny und die Anna schmilzen auch dahin, ne? Ich kann nicht mehr, ich brauche was zu trinken, ich muss irgendwo rein, ich will eine Klimaanlage. Brutzel, brutzel, Heiterkeit. Es ist so heiß, wir gehen doch wieder rein. Ich glaube erstmal eine Slotmaschine oder so. Ich bin ja nicht der große Spieler, muss ich dazu sagen. Aber ey, hier draußen wirst du gegrillt, ey. Und ich will nicht als Bratwurst enden. Guckt euch mal diese geilen LED-Walls hier im Cosmopolitan Hotel an. Sieht richtig cool aus. Hier wird gerade heftig Blackjack gespielt. Da vorne ist Roulette und da hinten sind die ganzen Spielautomaten. Der Hitze entflohen und jetzt mitten im Casino und hier werden jetzt Milliarden machen. Ich bin wie gesagt kein großer Spieler, ich bin jetzt auch nicht der Profi, aber hinten hat gerade der gewonnen. Vielleicht gewinne ich auch. Vielleicht 2, 3 Millionen, vielleicht 10 Millionen, was sagt ihr? Ja, 2 Millionen wäre ganz gut, ne? Wir räumen den Laden leer. Dark in the shade, where there's no sunshine. I don't wanna play with the mother kids in the sun. Der Löwen, das könnte mir Glück bringen. Nee. Miss Kitty, Miss Kitty. Oh, wie süß. Naja. Monopoly-Automat gibt's ja auch, aber ich glaube, ich habe im echten Monopoly eine höhere Gewinnchance. Alter, bei Game of Thrones 1,3 Millionen, da bin ich der König nachher, wenn ich die habe. Von Bennys Lieblingsfilm gibt's hier auch was. Titanic, ne, da stehst du ja immer noch. Du traust dem Jack immer noch hinterher, ne? Ja, der Arme. Ertrunken. Alter, The Walking Dead Spielautomat und The Governor. Der Assi. Guck mal dein Auge da. Das ist doch. Da, nee, ist schon weg. Ach, eine lächerliche Million, die hole ich mir jetzt, Leute. Ey, hier an diesem Wheel of Fortune Automat. Mein Limit: $20. Sonnenbrille an wie die richtigen Casino-Spieler. Das machen die, ist mir ja sowieso festgewachsen mittlerweile. Und rein mit der Kohle. $20, mein Limit für die Million, die es hier gibt. Und die werde ich mir jetzt holen, liebe Freunde. Wahrscheinlich verspiele ich nicht mal 20, aber let's go! Hä? Das gibt nichts. Nochmal. Oh, ich verspiele viel zu viele Credits, glaube ich. Ich verspiele mal 2. Alter. Das ist doch scheiße. So, one credit. Zack, zack, zack. Ja! Wow, Alter! $73 gemacht! Aus 20, $73 gemacht. Jetzt eigentlich der Moment, wo man sagen sollte, hör auf, Junge, aber einmal noch. Komm. Nein, nochmal. Ah, die Einser-Spiele. Na komm, hör auf. Aus $20, $70 gemacht. Das heißt, wir haben unseren kleinen Spielstand mal eben krass erhöht. $70, Leute. Ich bin der Sieger der Herzen. Und nachher hole ich mir noch die Million. I'm a happy idiot, waving at cars. Big Bang Theory, Slot Machine, Bazinga und der Benny hat sein Budget auf satte $1 gesetzt. Benny, leg los, zeig uns, was du kannst. Es geht los! Oh.
Die Anna geht aufs Ganze und wirft jetzt satte $2 in die Maschine. Wir haben uns natürlich ein Limit gesetzt, muss man sagen. Yeah, so sieht er aus, der George Washington. Shington. Dann bewegt das Ding mal. Yeah! Nein. Yeah! Yeah! Satte $2 bzw. 4 mit dem anderen Spiel hat die Anna jetzt schon verspielt, ne? Ja, leider. Nicht unbedingt eine Glücksstrecke, aber hier Leute, wer ist der Cash-Outer? 70 $, Mann! Was für ein krasses Casino. 1300 Slot-Machines gibt's hier, ey. Da vorne ist der Marquis Club. Ich muss allerdings sagen, mein Favorit ist immer noch der XS Club oder das Drace. Und hier mal eine kleine Szene aus dem XS. Die Leute hier stehen alle an. Und um in diesem Restaurant Sushi essen zu gehen, Alter, da bleibe ich lieber hier hinter Gittern. Hier gibt es auch ewig viele Restaurants, irgendwie 12 Stück alleine hier in diesem Hotel. Und jetzt gibt es was Außergewöhnliches, nämlich Chinesisch. Wow. Soll ja immer zu den Chinesen gehen, wo auch die Chinesen essen. Und das sieht mir ganz danach aus. Also die Köche sehen auf jeden Fall pfiffig aus. Hier scheinen was drauf zu haben. Jo, setzen wir uns da mal rein. Was bringt Mexiko und China zusammen? Hä? Benni, du hast den Text gerade durchgelesen. Was bringt Mexiko und China zusammen? Ja, scheinbar haben die schon Handelsbeziehungen seit dem 16. Jahrhundert. Wow. Ja. Und deswegen gibt es hier beides im Restaurant. Ganz klar. Ganz klar. Las Vegas. Hier finden wir überhaupt nichts Neues. Ey, die Lampen sind ultra fancy und die haben da hinten sogar ein Bild vom Dalai Lama hängen. Wirklich persönlich. Das ist übrigens unsere Kellnerin. Lotusblütenchips. Anna, wie schmecken die? Ich fand die nicht so geil. Ich fand die lecker. Ja. Frittiert schmeckt auch alles. Yum, yum. Das ist meine Süß-Sauersuppe und die schmeckt richtig geil. Wie dazu, das war mal meine Hot in Sour Soup. Ihr Schweine. Das sind die Gangbang Mushrooms. Ich muss sagen, die schmecken ein bisschen gummimäßig, aber interessant. Probier mal. Ja. Diesen würzige Knoblauchnudeln und diesen kalt oder was? Ja. Geht so, ne? Benni sagt gerade, es ist sehr traditionell alles. Und da kommen wir direkt zum mexikanischen Taco hier im chinesischen Restaurant. Oh ja, den werde ich jetzt auch mal noch probieren. Und dann geht's endlich weiter durch Las Vegas. Jana sagt, die Nudeln wären nicht gut, deswegen ist jetzt mein Taco. Der ist lecker, ne? Ja, total. Yeah, I dropped a song a few months ago. Got a couple hundred views, so I know that they heard it. Day after day, I'm checking my page, and none of them said anything about my verses. Funny thing is, got on a blog a month ago. Now they all say that I murked it. They ain't in it for the music, man. Just wanna be there once you the man. Nochmal kurz zurück im Hotelzimmer, bevor es dann in diese mega brütende Hitze geht. Hier, Paris ist auch hier in Vegas. Da vorne das Flamingo, eines der ersten Hotels hier überhaupt. Hier Treasure Island und da vorne Bellagio. Hier auch diese Show, da habt ihr schon kurz einen Einblick bekommen. Und das hier ist dieser Tower von unserem Hotel. Mega krasser Blick, das Riesenrad natürlich auch am Start. Ja, und jetzt geht's in die brütende Hitze da runter. Und oh mein Gott, ohne Scheiß, 45 Grad im Schatten, 50, 60 in der Sonne. Heiliger Bimbam. Man wird hier einfach nur gebraten, Leute. Ey, wir sind jetzt draußen und let's go, komm. Weiter durch die Hitze, weiter durch die brennende Sonne, weiter auf dem Mars. Falls da so heiß ist eigentlich. Wie heiß ist es da eigentlich? Es ist noch heißer, oder? Das ist noch viel, viel heißer, glaube ich. Guck mal, die fahren hier alle, schwitzen sich alle einen ab hier. Und ich gleich mit. P.F. Changs, wenn ihr mal in den USA seid, geht da mal rein. Richtig guter Chinese. Dieses Schild ist auch mega berühmt. Girls, Girls, Girls. Ja, mega bekannt hier in Vegas. Die fahren hier schon immer rum. Also wenn ich hier nach keinen Sonnenbrand habe, dann weiß ich auch nicht. Ey. Ich glaube, ich komme hier krebsrot wieder raus. Ist so heiß. Wahnsinn. Die Anna mag die Hitze sogar, ne? Ja, ich liebe es total. Und der Benni, der mag das nicht so. Der Set spielt heute im Omnia. Den kenne ich zufällig. Den Set ist ein echt netter Kerl. Und da vorne sind die Leute wieder am Schwitzen, ja?
Ich überlege mir immer, wie jemand so komplett lange Klamotten anziehen kann. Das ist doch unfassbar. Genau da vorne im Caesars Palace haben die bei Hangover das Bett runtergeworfen. Übrigens ein Spitzenfilm. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, reinziehen! Und das hier ist das weltberühmte Wasserspiel vom Bellagio Hotel. Ist das nicht eine Pracht? Oh, das ist wirklich toll. Ich finde das wirklich schön. Auch wenn es kitschig ist hier mit der Mucke. Elton John und den ganzen Kladderadatsch. Aber wow, oder? Wie hält der das da drin aus? Ich wirklich, wir haben hier 45 Grad. Bei dieser Hitze will ich einfach kein Stormtrooper sein. Jetzt gehen wir mal in das weltbekannte Bellagio Hotel. Neben Caesars Palace wohl, glaube ich, das bekannteste Hotel. MGM Grand vielleicht auch noch. Hallo, die kommen mit. Oh, der Benni hat sich gerade noch reingeschmuggelt. Die Anna klebt an der Scheibe und ich bin drinnen. Und jetzt guck mal hier, wie schön das aussieht. Welch eine Pracht! Alles natürlich Milliarden Euro kosten, ja. Das ist unglaublich. Die scheuen hier nicht vor Kosten und Mühen. Im guten Bellagio haben die so ein bisschen Italien nachgeahmt. Natürlich gibt es das auch im Venetian. Da ist natürlich Venedig nachgebaut. Paris ist auch hier. Und hier kommen sowieso ganz viele Welten zusammen in Las Vegas. Auch wenn das natürlich höllisch kitschig ist alles. Aber es ist schon irgendwie cool. Guck mal, diese tolle Sonne. Oh, teurer Laden. Die Anna muss schnell weg. Komm, komm. Also das ist Annas absoluter Lieblingsladen und meiner auch, weil der Name ist ja top, ne? Valentino? Yeah! Aus dem Bellagio rausgegangen, mal eben eine halbe Stunde abgekühlt erstmal. Und jetzt geht's rüber zum Caesars Palace. Mal schauen, wie lange wir uns hier rumtreiben in Las Vegas. Das wissen wir noch gar nicht. Vielleicht bleiben wir noch ein paar Tage hier. Der Benni, der muss leider wieder abhauen jetzt. Ja. Leider Gottes, bin ich auch ein bisschen traurig drum. Aber die anderen nicht, wir bleiben noch ein bisschen hier. Wahrscheinlich aber nicht nur in Las Vegas, sondern wir düsen auch nochmal nach L.A. zurück. Weil in Vegas hält man es nicht so lange aus. Ich erinnere mich noch an dieses EDC-Video. Vielleicht habt ihr das gesehen. EDC Sarazza, einfach mal checken bei mir am Kanal. Da sind wir wirklich fast 10 Tage in Vegas gewesen. Haben noch die EDC mitgemacht und was weiß ich was. Ein Riesenfestival, Elektro und so. Ey, wir sind nachher wirklich aus dieser Stadt geflüchtet. Vegas ist ein Riesen-Fake-Haufen, ne, muss man sagen. Aber man muss sich auf ihn einlassen. Und wenn man das nicht tut, hasst man diese Stadt, glaube ich. Dann findet man die richtig scheiße. Na, jetzt aber rüber zum Caesars Palace da. Jetzt sind wir hier im Caesars Palace, sieht natürlich auch mega prachtvoll aus. Und was ich super lustig finde, ist diese Figur. Hallo? Was ist denn bei dem los? Ist übrigens von Nick Cave oder so, wenn ich richtig liege. Scheint bekannter Künstler zu sein. Und hier gibt es natürlich auch wieder zehntausende Slotmaschinen, Spielautomaten und was weiß ich was. Es nimmt kein Ende in Las Vegas. Es gibt nur ganz wenige Hotels, wo das überhaupt nicht vorkommt mit den Slotmachines. Also es gibt eigentlich nur Casino-Hotels. Die Leute wollen zocken, zocken und nochmal zocken. Oder halt eben feiern, ne? Ja, aber kann man ja auch gut, ne? Haben wir auch schon gemacht. Haben wir schon öfter gemacht. Wow, immer noch so warm, obwohl die Sonne langsam untergeht, aber es ist immer noch sehr drückend. Zum Glück ist es hier nicht schwül, das muss man sagen. Also ich glaube, im Dschungel wäre diese Hitze einfach komplett unerträglich. Ja. So ist es nur kurz davor, unerträglich zu sein. Auf jeden Fall super geiler Tag gehabt, hat sich richtig gelohnt. Hab $70 gewonnen, hey? Hey! Alter, mega nice, richtig gewonnen in Las Vegas. Und ich war so clever und hab sie weiter ausgegeben. Das heißt, im Prinzip habe ich nur $2 verspielt. Naja, wir sind jetzt mal gespannt, vielleicht gehen wir heute noch ein bisschen feiern und dann noch einen schönen Abend machen. Aber, da wir so oft jetzt die Kamera dabei haben und die ganzen Tage so viel gefilmt haben, wollen wir jetzt auch mal ein bisschen einfach privat, ohne Cam, die Zeit genießen. Weil so viel Zeit haben wir hier in den USA ja auch nicht mehr. Nee. So, und ansonsten wünschen wir euch einen super schönen Tag und sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Das kommt ganz bestimmt. Und da geht die Reise natürlich weiter oder andere Abenteuer in Deutschland und vieles weitere. Stay tuned!